Ja, um die Themen Asylpolitik und Integration soll es heute nicht nur beim Treffen der Koalitionsspitzen auf der Zugspitze gehen, sondern auch beim Treffen der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in Frankfurt am Main. Außerdem um bezahlbares Wohnen und die Stärkung des Finanzplatzes Deutschland. Heute wird auch Angela Merkel zu Gast sein in Frankfurt. Gestern gab es zum Auftakt schon ein Statement, und zwar vom Unionsfraktionsvorsitzenden des Bundestags Volker Kauder, vom Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz Mike Moring und vom hessischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Boddenberg. Wir haben auf dieser Konferenz jetzt in Hessen uns vorgenommen, über drei wichtige Themen zu sprechen, die die Leute bewegen. Das ist die Frage einer abgestimmten Unionslinie für die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Es ist die Frage, die uns alle bewegt, wie kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Und es ist die Frage, was passiert in der europäischen Finanzpolitik in der Zukunft? Wir sind ja am Finanzplatz Standort in Frankfurt. Dort wollen wir natürlich eine besondere Weichenstellung machen, das ist uns wichtig. Aber vor allen Dingen wollen wir auch bei der großen Frage der Flüchtlings- und Migrationspolitik mit unseren Kollegen darüber reden aus den Landtagsfraktionen, was können wir tun, damit Integration gelingt? Was können wir tun, damit die, die bei uns bleiben wollen, auch ihrerseits ihre Pflichten erfüllt? Welche Erwartungen haben wir an sie? Und wie können wir noch besser das regeln, was wir im Koalitionsvertrag mit CDU, CSU und SPD vereinheitlicht haben? Wie können die Länder ihren Beitrag leisten mit Ankerzentren, mit der Frage der Unterstützung für die Bundespolitik, damit ein geordneter Prozess beginnt und die Leute sehen, es gibt einen handlungsfähigen Staat, der Ordnung und Recht einhält und selber auch in der Lage ist, die Dinge zu ordnen. Und diese Erwartung, die wollen wir von hier aus unterstützen, indem wir uns miteinander abstimmen. Und ich freue mich auf jetzt zwei spannende Tage. Morgen ist die Kanzlerin bei uns. Der Kanzleramtsminister ist bei uns, Volker Kauder, ist heute unser Gast, obwohl er ja noch weiterreisen muss, in die Fraktionsvorstände von CDU, CSU und SPD sich ja morgen in Bayern treffen. Das ist uns ganz wichtig. Und wir haben für die weiteren Tage auch die Vorsitzenden, Präsidenten der Wohnungswirtschaftsverbände und Immobilienverbände und auch des Mieterschutzbundes eingeladen, weil wir wissen, dass die Politik diese Frage von bezahlbarem Wohnraum nicht alleine lösen kann. Und deswegen haben wir die Fachleute eingeladen. Die sind unserem Ruf und unserer Einladung sofort gefolgt, damit dieses brandaktuelle Thema eben hier auch auf Länderebene besprochen werden kann. So gesehen freue ich mich, dass wir bei unseren Freunden aus Hessen zu Gast sind, die ja noch viel vorhaben in diesem Jahr. Und deswegen dient natürlich auch die Konferenz unsererseits als Unterstützung dafür, dass Volker Bouffier Ministerpräsident für dieses Land bleiben kann. Ja, vielen Dank. Dem schließe ich mich natürlich gerne an, was den Wunsch für dieses Jahr und den Herbst anbelangt. Sie haben gerade von Mike Moring gehört, welche Themen wir setzen wollen. Diese zwei Tage dienen aber auch dem Erfahrungsaustausch, weil wir an vielen Stellen, glaube ich, auch schon viel erreicht haben. Ich nehme mal das Thema der Asyl- und Integrationspolitik. Wir haben hier in Hessen ein Programm aufgelegt in Größenordnung von 1,6 Milliarden, das nicht nur die Frage der Unterbringung und der elementaren Versorgung von denen beinhaltet, die zu uns gekommen sind, sondern auch eine ganze Reihe von anderen Facetten hat, vom Wohnungsbau für alle angefangen bis hin zu vielen Einzelmaßnahmen. Wir wollen hier beispielsweise über unsere Erfahrungen mit den Rechtsstaatsklassen reden. Schon im ersten Jahr waren über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also junge Menschen vor allen Dingen, die zu uns gekommen sind, Teil dieser Rechtsstaatsklassen, bei denen wir fast 400 ehrenamtlich tätige Richterinnen, Richter, Staatsanwälte hatten, die dort das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland erläutert haben, angefangen bei der Verfassung bis hin aber auch zu dem zivilrechtlichen und vielen anderen Facetten. Ein sehr, sehr großer Erfolg, auch für die jungen Menschen vor allen Dingen, die zu uns gekommen sind, sicherlich ganz notwendig für den Fall, dass sie längere Zeit hier bleiben. Um mal ein Beispiel dafür zu nennen, wie Integrationspolitik am Ende des Tages auch funktionieren kann. Über diese und viele weitere Erfahrungsaustausche wollen wir uns hier beraten in den nächsten zwei Tagen. Das Thema Wohnen ist natürlich auch gerade hier im Ballungsraum ein Riesenthema. Frankfurt am Main hat nach München die zweithöchsten Durchschnittsmieten. Das wissen Sie aus dem, was wir seit Jahren an Themen haben. Erwächst die dringende Aufgabe, dass wir mehr Wohnungen bauen, als das zurzeit der Fall ist. Deswegen freue ich mich auf die Verantwortlichen dort aus der Wohnungswirtschaft. Ein zentrales Thema ist und bleibt in den Ballungsräumen, dass wir die umliegenden Kommunen gewinnen, Flächen, die dafür geeignet sind und teilweise wie hier zum Beispiel auch ausgewiesen sind, dann tatsächlich auch erschließen. Und da gibt es eine Reihe von Ideen, die auch andere Länder gemacht haben. Und ein weiterer Punkt, wo wir uns darauf freuen, zu lernen, aber auch vielleicht über das andere zu berichten, was wir in Hessen erfolgreich gemacht haben. Danke, Herr Kauder. Die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktion treffen sich regelmäßig unterm Jahr und einmal zu einer großen
Vorsitzendenkonferenz wie heute, wo dann auch wirklich bedeutende Themen beraten werden. Das Thema Wohnen ist von den beiden Kollegen schon angesprochen worden. Und da zeigt sich auch, dass eben die Zusammenarbeit mit den Landtagen und dem Bund zwingend notwendig ist. Wir können das Thema Wohnen nicht allein vom Bund aus lösen. Es sind deshalb in vorbereitenden Papieren auch die Themen angesprochen worden. Es geht um die Frage der Grunderwerbsteuer, die natürlich das Wohnen billiger oder teurer machen können. Auch die neue Regelung der Grundsteuer, die auf die Miete umgelegt wird. Und wir haben den dringenden Wunsch vom Bund aus, dass bei den Landesbauordnungen Erleichterungen gemacht werden für das Bauen, was bisher noch nicht in dem Umfang geschehen ist, wie es notwendig wäre. Wir sind auch bereit, einer Forderung nachzukommen, dass nicht benötigt, dringend für die Eigenentwicklung benötigte Grundstücke des Bundes, da haben wir eine ganze Reihe ehemalige Bundeswehrgelände, wir auch zur Verfügung stellen können. Allerdings muss ich auch sagen, und da hat Herr Kollege Boddenberg recht, es müssen natürlich auch Eigenantriebe erfolgen. Beispiel, es geht unmöglich, dass im Land Berlin ein riesengroßes Feld, wie es Tempelhofer Flugfeld, das frei geworden ist, nicht bebaut werden kann und an den Bund Forderungen gestellt werden, er soll mal Gelände zur Verfügung stellen. Also da haben wir sicher noch gemeinsam etwas vor, aber das, was heute von den Landtagsfraktionen vorgelegt wird, ist ein wirklich bedeutender, richtiger Schritt hin zu mehr Wohnen zu kommen. Wir werden uns mit dem Thema morgen in unserer Klausurtagung auf der Zugspitze auch befassen und wir werden dafür vom Bund auch Mittel zur Verfügung stellen. Wenn man hört, dass heute ein Quadratmeter unter 1500 Euro nicht mehr gebaut werden kann, selbst wenn die Grundstücke schon nicht so teuer sind, weiß man, wo das Problem wirklich sitzt und was wir hier tun müssen. Zum Thema Europa werden ihr ja morgen sicher mit der Bundeskanzlerin auch drüber sprechen. Und ich kann nur sagen, danke für die gute Zusammenarbeit und natürlich wünschen wir den Freunden aus Hessen, dass sie ihre Regierung fortführen können nach der Wahl in diesem Herbst. Wir sind ein Rechtsstaat und der Rechtsstaat stellt Instrumente zur Verfügung. Ich bin allerdings der Auffassung, dass wir in unseren Verfahren wesentlich schneller werden müssen. Es ist ein Teil des Problems, wenn vor allem junge Männer über Monate hinweg irgendwo sitzen und nichts zu tun haben. Deswegen müssen die Verfahren schneller werden. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir beschlossen haben, im Koalitionsvertrag sogenannte Ankerzentren, Ankunft und auch Rückführungszentren zu machen. Jetzt höre ich, dass es bei einer Reihe von Ländern Schwierigkeiten geben soll. Da kann ich nur sagen, fast alle Ministerpräsidenten unseres Landes haben an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen. Und deswegen erwarte ich, dass sie auch mithelfen, dass wir diese Ankerzentren durchführen können. Ich finde schon, dass wir mit Ländern, die von uns doch beachtlich unterstützt werden mit Hilfsgeldern, darüber reden müssen, dass sie bereit sein müssen, auch ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und das heißt eben Menschen, die aus ihrem Land abgereist sind und bei uns eingereist sind, ohne einen Bleibegrund zu haben, wieder zurücknehmen. Also ich finde schon, man kann das miteinander verbinden. Ein Thema, das ja auch in Europa eine Rolle spielt, wo ich auch immer wieder darauf hinweise, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Also Sie können davon ausgehen, dass wir auf dieser Klausurtagung bei einigen wichtigen Themen zu Lösungen kommen. Die Begleitmusik ist nicht immer zielführend nach meiner Auffassung. Mir würde auch manches einfallen, was aber gar keinen Sinn hat, wenn man in der Koalition zu Ergebnissen kommen will. Aber das gehört offenbar dazu. Frau Nahles, Herr Dobrindt und ich bemühen uns auf jeden Fall, dass wir zu Ergebnissen kommen. Das ist auch unsere Aufgabe und das wird auch gelingen.
Wir sehen da ein Beispiel des Landes Thüringen, wo ich herkomme, dass man natürlich auch eine eigene Verantwortung hat in den Bundesländern. Und bei uns im Bundesland hat die Landesregierung die Frage des Sachleistungsprinzips verneint. Viele Bürger spüren aber, dass wenn es darum geht, Menschen Unterschlupf zu gewähren, Schutz zu bieten vor Flucht und Vertreibung, dass man dieser Hilfestellung auch aus der christlichen Verantwortung heraus gerecht wird, wenn man das mit Sachleistungen erfüllt. Und wenn man das den Landkreisen verbietet, dann entsteht zu Recht der Eindruck, dass die Bürger spüren, dass ein wirtschaftlicher Punkt da im Mittelpunkt steht. Und deswegen sind auch die Länder verpflichtet, ihren eigenen Beitrag zu leisten und eben auch bereit zu sein, das, was der Bund organisiert hat, jetzt mit Angeboten für Ankerzentren auch Unterstützung zu leisten. In Thüringen hat die Landesregierung das abgelehnt. Ich halte das für falsch, weil das nur funktioniert, einen geordneten, handlungsfähigen Rahmen wiederzusetzen, wenn auch die Bundesländer ihren eigenen Auftrag erfüllen. Deswegen sitzen wir auch hier zusammen, damit wir uns abstimmen können, dort, wo es funktioniert, da, wo es Hilfestellungen gibt und da, wo auch Bundesländer noch deutliche Nachholbedarfe haben. So gesehen ist die Wortmeldung von Alex Dobrindt eine, die auch an die anderen geht, sich zu ihrer Verantwortung zu bekennen.